Ehemaliger US-Nationalspieler und seit einer Woche in Wolfsburg hat Warm-up die doppelte Bedeutung. Erstmal das Sportliche und dann nagt der Manndecker wohl immer noch am Temperaturumschwung von Kalifornien ins diesige Wolfsburg. Der VfL in Rot von rechts nach links mit drei echten Spitzen zum ersten Mal in dieser Saison. Dammeier! Es ging um die Tabellenspitze und es ging um den Nullnimbus von Fortunas Keeper. Immer noch anfangs dieses Zweitligaspitzenspiels. Jetzt die Kölner, die in der gewohnten Aufstellung unterwegs waren. Lepper diesmal hinten. Und nur wenige hatten gesehen, dass unser amerikanischer Freund, kann ja passieren nach der langen Reise, die Sportart verwechselt hatte. Deutlichere Handspiele gibt es wirklich selten. Eckerhardt, Sauerkrautzun, wusste wohl, dass es hier Elfer gegen sein Team hätte geben müssen. Es war ein richtig gut anzusehendes Fußballspiel mit verbissenen Zweikämpfen im Mittelfeld und mit Wolfsburgs Sturmtroika. Diesmal der Neuner, Stefan Meissner. Und noch immer kein Treffer gegen Fortunas Keeper Adam Matisek. Aber in der Super Slow-Mo sehen Sie, dass der VfL der Sache mit dem Tor schon näher gekommen ist. Fortuna optimal verstärkt vor dieser Saison mit sonntäglichem Gute-Laune-Fußball und mit Antoine Hey, auch er neu gekommen. Antoine Hey und Zwingard, dessen Gegenspieler sollte übrigens Mike Lepper sein. Der war in dieser Situation weit und breit nicht zu sehen. Ecke VfL, viel passierte nach Standardsituationen, Meissners Kopfball. Und noch ein ruhender Ball. Jetzt Freistoß, Lieblingsbeschäftigung für Detlef Dammeier. Und wieder nix. Immer noch war Matisek die positive Nullnummer des deutschen Berufsfußballs. Und in der Zeitlupe sehen Sie, warum Deutschlands Torhüter die Handschuhe so gern in Übergröße nehmen. Erst Matisek, dann die Querlatte. Wieder Ecke. Klaus-Dieter Wollitz. Und irgendwie war er drin. Mike Lepper, erstes Spiel, erstes Tor. Welcome to Germany. Und nach 495 Minuten war auch Matisek zum ersten Mal geschlagen. Torschütze Mike Lepper seit Dienstag hier. Und die erste Rate der 30.000 Dollar Leihgebühr wäre somit also zurückgezahlt. Im kämpferischen und meistens fairen Zweitligaspitzenspiel war dann Halbzeit. 8.600 Zuschauer fanden das alles gut, bis auf eine Ausnahme. Nach dem Seitenwechsel weiter der VfL mit Mike Lepper. Da ist er. Andere wären da noch im Jetlag und er hatte plötzlich Zeit für Offensivausflüge. Lepper und Meissner. Kölns Trainer Hannes Linssen wurde es jetzt zu doof. Er befreite Charles Akko nur von seinem Manndecker. Das probate Mittel in solchen Fällen. Auswechslung. Dirk de Witt kam. Er spielte vor 4 Monaten noch Kreisliga. Dann endlich mal wieder Fortuna Köln. Sie hatten wirklich Mühe im Mittelfeld. Lipinski. Lipinski. Ein Versuch. Mehr beim besten Willen nicht. Wolfsburg war einfach die überlegene Mannschaft, auch nach der Pause. Klaus-Dieter Wollitz. Er spielte nicht nur, er machte das Spiel. Wollitz. Brunner. 2-0. Fünfmal hatte Fortuna zu Null gespielt. Heute gab es den Doppelpack. Und wenn Sie was für Feinheiten übrig haben, Wollitz Flanke, schauen Sie ruhig mal. Das kann wirklich nicht jeder. Hans-Jürgen Brunner dann. Erstes Saisontor. Und Kölns Trainer Hannes Linssen, der Hobby-Gesichtsakrobat. Sie sehen die typische Übersprungshandlung des gestressten Trainers. Denn auch nach der deutlichen Führung spielte Wolfsburg weiter nach vorne, wie auch sonst mit dem Dreimannsturm. Reich und Ballwanz waren reingekommen. Aber erst nochmal Wollitz. 80 oder mehr Prozent der Angriffe liefen heute über ihn. Wollitz Flanke, Ballwanz, 3-0. 85. Minute auch für ihn das erste Saisontor. Aber Klaus-Dieter Wollitz, der hatte sich heute den Namen Dr. Flanke verdient. Wolfsburg 3, Fortuna Köln 0, völlig verdient. Dirk Froberg mit einer neuen Bundesliga-Stimme. Ja, thank God, ich habe ein Tor schießen und der Ball kommt und bis dahin soll ich schießen. It's kein Problem. Und ich bin ein bisschen nervös in den ersten 10 Minuten, aber
this is nur ein anderes Match, a Spiel, you know, it's kein Problem. Fußball is mein game. Okay, thank you. Danke.